Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diese Videofolgen. So, die Gestaltung von Listen, da hatten wir jetzt unsere geordnete Liste gestaltet. Das machen wir jetzt seit dem Video 54 und vorher habe ich euch die Listen erklärt. Und jetzt möchten wir die ungeordnete Liste gestalten. So, und ich zeige euch nochmal für alle, die jetzt erst dazugestiegen sind. So, Moment. So sieht das aus, was wir im Moment gemacht haben. Also das hier ist die geordnete Liste. So, und die ungeordnete Liste, die folgt jetzt hier. Und die soll später dann mal so aussehen und soll auch interaktiv sein, interaktiv reagieren. Und zum Beispiel sollen die Punkte auch ersetzt werden. So, und da gehen wir jetzt gleich mal rein. Jetzt wird es so ein bisschen peinlich schon, weil es ist doch relativ viel Code, den wir gemacht haben. Und ich setze jetzt hier erstmal so ein bisschen zur besseren Übersicht Kommentare rein. So, das ist das Erste. Und jetzt soll hier unten die Gestaltung der ungeordneten Liste kommen. So, und dann wird das hoffentlich alles so ein bisschen übersichtlicher werden. Gut, das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir unsere ungeordnete Liste mit einem Rahmen versehen. So, und ich kann jetzt hier, das finde ich immer so am einfachsten, wenn ich sozusagen so eine Hauptsache habe, die ich an Gestaltung nehmen möchte, dann bekommen die alle irgendwie die gleiche Klasse, aber die Klasse ul.1 überschreibt nicht die Klasse ol.1. So, das ist einfach für mich zu merken einfacher. Man müsste hier natürlich irgendwie was eigentlich entsprechende Namen nehmen, also wie zum Beispiel irgendwie grüne ungeordnete Liste, aber das ist mir zu viel Schreibarbeit. So, also nehme ich ul.1 und gestalte das jetzt erstmal. Ich möchte die Hintergrundfarbe auf, möchte ich ein Gelb-Grün haben, Yellow-Green gibt es dafür den CSS-Namen. Dann möchte ich die Schriftfarbe Dunkelgrün haben, also Dark-Green. Und ich möchte einen Innenabstand von 10 Pixeln haben, aber einen Innenabstand von auf der linken Seite von 70 Pixeln. Und dann möchte ich noch die Breite setzen. Die setze ich diesmal nicht in Prozentzahlen, also sozusagen, dass sie sich mit der Größe des Browsers verändert, sondern ich möchte die absolut setzen und dann nehme ich 300 Pixel. Dann schließe ich das Ganze, speichere es ab und schaue mir mal an, was ich getan habe. Upsala, da bin ich in dem Falschen drin. So, irgendwas. Ah, so, ich muss die Klasse noch zuweisen, das darf ich nicht vergessen, sonst weiß die Liste ja gar nicht, dass sie sich verändern soll. Also gehe ich unten in den Körper von dem HTML rein. So. Und weise der Klasse, weise dem HTML-Tag UL noch die Klasse zu. Und das ist 1. So. So passieren die Fehler. Und manchmal sucht man sich dumm und dämlich. Es ist ganz gut, Fehler zu machen, weil dann lernt man, was einem alles so schief gehen kann. So, und ihr seht, das sieht jetzt schon deutlich anders aus, schon ein bisschen freundlicher. Aber ich möchte natürlich die Hintergrundfarbe noch verändern. Und dann auch abwechselnd verändern. Das wird eine wichtige Sache sein. Dann sollen die Punkte weg und stattdessen sollen eben diese Grafiken erscheinen. Und wie man das macht, das zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.